So, ich mache mal einen kleinen Food Haul. Ich war ganz kurz einkaufen für ein paar Sachen. Wir haben hier Sushi-Blätter für Sushi machen. Das kostet 4,98 Dollar für 20 Blätter. Wir essen das nicht unbedingt mit Sushi. Wir essen das einfach so wie Chips. Das mögen wir auch voll gerne essen. Oder einfach nur mit Gemüse einrollen. Das schmeckt uns sehr gut. Dann habe ich hier Mais, das war 4,97 für 4 Stück. Dann haben wir hier drei Gurken für 4,98. Dann haben wir hier einen großen Sack Äpfel, über 2 Kilo. Das war 6,98 Dollar. Dann haben wir hier kleine Tomaten für 680 Gramm, war 6 Dollar. Dann haben wir hier Bananen. Für diese beiden zusammen war 2,47 €, diese hier. Dann habe ich Kaugummi. Das sind 60 Stück für 3,98 €. Dann habe ich unsere Lieblingssalami. Die ist 300 Gramm. Die kostet 8 Dollar. Aber die ist wirklich lecker. Die ist Chianti, Wein und Fennel. Die ist wirklich gut. Der Kleine mag das sehr. Dann habe ich hier Lachsfilets. Das ist 6 Dollar für 454 Gramm. Dann habe ich hier Fischstäbchens. 700 Gramm bei 5,97 Dollar. Ich wollte mal ausprobieren, ob der Kleine das mag, weil letztens hatte der irgendwie, mag er sowas eigentlich nicht essen. Oh, danke schön, Ewald. Willst du uns einen Dollar schenken? Danke. Er mag sowas eigentlich nicht essen, aber ich will es nochmal versuchen. Wenn er das mag, dann kann ich es selber machen. Ja, so, ich will es mal versuchen. So, dann habe ich Mineralwasser gekauft. Das war 88 Cent für 1 Liter. Das ist aber die No-Name-Brand. Also das ist die PC-Brand vom Laden. Also das ist keine große Marke. Dann haben wir hier 4 Liter Milch. Das ist die Vollfett. 3,25%. Das ist 4,97 € plus 10 Dollar Recyclingkosten plus 25 Dollar Deposit. Dann, warte. Dann habe ich hier Sonnenblumenöl. Das war 3 Liter, 8,88 Dollar. Und dann habe ich eigentlich das hier noch gekauft. Das sind so kleine Fanta-Dosen. Die kosten zwischen 2 und 3 Dollar, ich weiß nicht. Aber die an der Kasse hat es vergessen, es durchzuscannen. So, das habe ich umsonst gekriegt. Das war super. Ich mag sowas. So, auf jeden Fall habe ich bezahlt 73,95 Dollar für diese Sachen. Außer die Fanta. Das war umsonst. Ja.